Problem an einer fertigen Hütte ist, in der Stadt jetzt zum Beispiel, dass, also Vorteil sehe ich, die können es nicht kaputt machen. Nachteil ist, wir können ja nur aus den Fenstern schießen, wir können nicht nach oben bauen, also keine zweite Etage und so, da müssen wir irgendwie dann anbauen und das können die natürlich zerstören. Ist ja auch so ein bisschen Tower Defense, da ist auf jeden Fall eine Stadt. Oh ja, alter Schneeberg. Holy, guck mal, da hinten ist sogar eine Kirche noch. Da ist, glaube ich, eine Kirchenspitze da hinten an den Schneebergen. Oh, das wird interessant. Oh, das wird richtig gut. Oh ja. Ich weiß gar nicht, wo wir damals gebaut hatten. Da ist auch ein Firmengebäude, da ist ein Haus. Ich weiß, dass in den Häusern auf jeden Fall auch Zombies spawnen. Ich guck mal eben, können wir uns irgendwie was... Warte mal. So. Ein Speer. Macht 30 Schaden. Würde ich vielleicht mal herstellen. Einfach nur vorsichtshalber. So, dass wir wenigstens... Mal zweimal Spitzhacke? Wieso ist denn die Spitzhacke hier drin und... Oder haben wir die gefunden? Weil... Wieso ist denn die Axt hier nicht drin, wenn die hier unten... Hä? Okay. Rechte Hand, linke Hand, okay. Ja, es wird dunkel, das ist nicht gut. Das mit Essen, Trinken, ich meine, war nicht damals Essen, Trinken dabei? Kann ich zustechen? Nein, ich will nicht werfen. Nein! Ja. Wie kann ich denn damit zustechen? Gar nicht? Alter, dieser Fuchs. Ich kann damit nur werfen. Wurfmesser. Angelrute, Speer. Was? Pastenköder? Handgemacht. Okay. Fackel. Könnte ich sogar herstellen. Hammer. Zur Zerstörung von Gebäuden. Okay. Pfeile. Ich hätte gern einen Bogen. Aber Bogen können wir anscheinend nicht... Das geht anscheinend nicht. Was werden die denn hergestellt? Aus was? Steht hier gar nicht. Ach doch, Ästen, okay. Ich stell nochmal ein paar. Ja, 10 Stück haben wir jetzt? Uff, okay. Ja, probieren wir es mal damit aus. Ich würde mal zum Haus gehen wollen. Vielleicht können wir ja... Vielleicht können wir ja... Das Haus nutzen hier. Das sieht ganz cool aus. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir... Wo war Licht? Mit L? L war Licht. Okay, Light. Oh, da läuft jemand. Oh, fuck. Ich weiß halt nicht, wie die so drauf sind gerade aktuell. Ja, diese... Oh nein, da ist auch noch jemand drin. Oh. Ist kein super Gebäude, ne? Muss man sagen. Shit. Ich würde es auch gerne mit dem Kämpfen. Da ist. Alter. Oh Gott, wie viele sind. 1, 2, 3, 4. Oh nee. Komm, hau ab. Vielleicht bauen wir doch erstmal so irgendwo eine Hütte oder so. Einfach weil wir, ja. Für den Anfang. Wir können ja immer noch. Ja, wir müssen mal schauen. Wir können ja immer noch umziehen, dann, wenn wir es nicht zu groß bauen. Ich würde erstmal schauen, dass wir uns jetzt erstmal irgendwo hier vielleicht im Wäldchen niederlassen. So. Boah, das mit Essen ist komisch. Ich meine, man konnte doch damals essen, oder? Oder musste man nicht essen? Ganz schön duster wird's gerade. Warte mal, hatte ich den Gamma? Ich wollte doch den Gamma-Wert eigentlich auch ein bisschen wieder runterdrehen. Field of View, Brightness. Genau, das wollte ich eigentlich so gespeichert haben. So, die Musik ist, glaube ich, ganz gut. Ich mache es trotzdem mal noch auf 75. Diesmal schön im Hintergrund, das passt eigentlich. So, ja, das sieht aus wie Kohle. Das würde ich mitnehmen. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Lass mal machen. Oh, wir verlieren... Oh, die maximale Energie ist das Weiße. Können wir das aufladen, wenn wir schlafen oder wenn wir essen?
Das wäre ja blöd, wenn wir nicht essen müssten, aber ich glaube, das war damals so. Nee, Stück Eisen war das. Okay, ich dachte Kohle. Ist das hier? Ich guck mal einfach. Ach, Schwefel haben wir auch bekommen. Kupfererz, okay. Das heißt also, wenn wir essen, füllen wir wahrscheinlich die maximale Ausdauer und das Leben wieder auf. Stein war das, okay, gut. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. So, ich gehe mal hier Richtung Berg und Richtung... Hier ist doch schön. Das ist doch eine schöne gerade Fläche, bisschen erhöht. Finde ich supi. Würde ich, glaube ich, nehmen wollen. Das heißt, ich zerstöre mal hier so ein bisschen die Büschlein. Wir werden bestimmt noch ein bisschen was brauchen. Ranke, weiß ich, war auch noch für irgendwas gut gewesen. Weiß nur nicht mehr für was. So. Das nehmen wir auch alles mit. Und das hier. Kirsche. Wir haben Kirschen bekommen. Die kann man doch bestimmt essen, ne? So eine Wildkirsche. Ich würde auch mal hier den Baum hier äxten wollen. So. Ich hau da mal drauf. So, bam, hau ich ihm aus dem Leben. Baum fällt. So, sehr schön. Apfel. Dann lass doch mal gucken, wenn wir den essen. Wir haben hier unten jetzt unsere Anzeige. Die Gegenstände gehen übrigens auch kaputt, ne? Die haben hier so ein Lebensanzeigen. Kann ich das essen? Wegwerfen? Ei? Was ist denn eine mit S? Eine? Hälfte? Sortieren? Habe ich jetzt gegessen, mit rechts. Es füllt aber nichts auf. Ist ein bisschen komisch. Wir müssen sogar leveln, oder wir können wieder leveln. Wir haben einen Punkt. XP, Forscher, Level 3. Schaden, erfasster Schaden. Geht dann runter immer, ne? Ausdauerregeneration geht dann nach oben. Ja, das würde ich mal leveln. Und ich würde mal bauen. Es wird ein bisschen düsterer gerade. Ich gehe mal ins Baumenü. Ach du Heiliger, was ist das denn? Modul Fundament. Das Fundament, um das Gelände vor dem Bau zu erobern. Ja, das ist, wie gesagt, das Deutsch ist jetzt nicht so, ne? Aber warum hat das hier so ein Gitter und warum das nicht? Kostet beides dasselbe. Einfach nur optisch, glaube ich. So, Ecke. Boden. Dafür brauchen wir Bretter. Haben wir nicht. Halber Stock. Wenn das ein Stock ist, naja gut. Was ist dann ein Brett? Hm. Mal gucken. So, Modul. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Oh, das wird interessant. Oh, Schutzmauer. Oh ja. Ein Tor. Ein Reling. Ein Treppenzaun. Sehr schön. Okay. Möbel, Flagge. Also eine Flagge gehört zum Möbel. Das sollten wir bauen. Da brauchen wir Gummi für. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie was zum Schlafen. Ein Bodenschild? Okay. Ein Zeichen. Wo können wir denn... Strom. Ach du Heiliger, was? Oh, das wird sehr umfangreich. Oh Gott. Oh, ich glaube, Logiktor. Es kann nur verwendet werden, wenn elektrischer Draht durch Anschluss einer Leitung versorgt wird. Was zur Hölle? Oh, geht. Das wird, oh ja. Oh, das wird doch umfangreicher, als ich dachte. Oh ja, das kenne ich noch. Das haben wir damals im Stream gebaut. Oh, das wird doch umfangreicher, als ich erwartet hatte. Oh, ein Motorrad. Oh Gott, was wir dafür alles brauchen. Ach du Heiliger. Motor. Cruiser-Motorrad. Oh Mann, geh weg. Uah. Wo kommt der her? Wo will er hin? Alter. Okay, man kann Gott sei Dank die Dings wieder aufnehmen und ein bisschen weglaufen. Es wird bestimmt auch schnellere geben. Alter. Ich war doch gerade im Baumenü. Mann, ein Panzerwagen.
Ach du Heiliger, leck mich fett. Will ich haben. Oh, es gibt Jetskis? Man kann auf Wasser fahren? Alter Falter. Ich meine, das mit dem Panzerwagen finde ich ganz toll, aber ich hätte trotzdem gerne auch ein normales Auto. Das wäre noch ganz cool. Das wäre noch schön, wenn das kommen würde. Ein ganz normales Auto, was man einfach craften kann. Vielleicht so ein Pickup oder so. Pickup, weil ich Pickup mag. So, Haus bauen, ne? Sagst du? Brauchen wir Baumstamm und Ranke. Ranke haben wir. Wir brauchen noch ein paar Baumstämme. Ich würde noch ein bisschen Bäume fällen, wenn wir schon dabei sind. Alter, wo kam der her? Was ist mit dem? Naja, gut. Dann wollen wir mal. Oh, schön aus dem Leben hauen. Baum fällt! So. Den lasse ich stehen. Ich nehme den. Ich weiß gar nicht, wie dunkel das hier wird. Es wird schon gerade ein bisschen dunkel. Ne? Uhrzeitmäßig Stunde 19. Was heißt denn das? Wir sind schon bei Hälfte des Totenkopfs. Und was heißt der Ring, der da drumrum ist? Ist das die Bedeutung, wenn der voll ist oder der Totenkopf, wenn er voll ist? Ich muss da... Wir müssen auch selber erstmal gucken, dass wir da irgendwie... Wir müssen selber erstmal gucken, dass wir da irgendwie, klarkommen mit. So. Dass wir da irgendwie mal verstehen, wie das ganze System funktioniert. Weil wenn jetzt demnächst schon die Welle kommt, holy shit, dann müssen wir erstmal gucken. Vor allem, wie viele kommen da. Ich kann mich entsinnen, dass das auf jeden Fall immer mehr wurden. So wie bei Seven Days to Die. Und wir können schon wieder leveln. So. Und... Und da nochmal und zack. Hua. Ha, so. Gut, ich würde sagen, hier fangen wir an zu bauen. Ich würde jetzt tatsächlich einfach mal das Fundament nehmen. Wie ist denn das mit dem Baumenü? Ach du Heiliger, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnappen ist wahrscheinlich ansnappen. Niedriger, höher. Mit Q ist niedriger. Okay. Ich hoffe, ich kann hier drehen. Mausrad, ja. Wieso kann ich hier nicht bauen? Weil... Achso, ich kann es nicht ganz auf dem Boden. Es muss erhöht sein. Anscheinend. Okay. Gut, ist ja nicht schlimm. Ich würde trotzdem aber, wie gesagt, hier so bauen wollen. Boah, ich sehe fast gar nichts mehr, Alter. Es wird schon unheimlich dunkel. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns erstmal hier so eine Hütte. Soll nicht groß sein. Für den Anfang einfach. Bauen. Also. Snappen mit Alt. Das klappt sehr gut, muss ich sagen. Ich mach die mal 3x3. Oh, voll schön. Treppe müssen wir auch bauen. Oh, Materialmangel. Ach, sag bloß. Wahrscheinlich keine Baumstämme mehr. Ja, dann muss der Baum doch weichen. Ich stelle mich mal andersrum. In der Hoffnung, dass wenn da ein Zombie kommt, dass wir den auch sehen. Hallo? Ah. Von wo kam der her? Der hat mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Das war, ja. So. Wir müssen bestimmt auch schlafen. Aber das mit dem Essen wundert mich echt ein bisschen. Dass wir nichts essen müssen. Zumindest habe ich gedacht, dass wir, wenn wir was essen, das unten wieder auffüllen. Aber anscheinend ja nicht. Vielleicht wird uns das noch erklärt. Mal gucken. Hallo? Man muss nah genug dran stehen. So. Zwei Baumstämme. So. Der Ring füllt sich und der Totenkopf füllt sich oben rechts. Wir wissen ja laut Karte, glaube ich, auch jetzt nicht genau, wo wir uns befinden. Also zumindest unser Haus. Wenn wir jetzt hier weggehen sollten, finden wir das nie wieder. Was war das denn? Warum? Warum hat sich das jetzt gerade so komisch angehört? So, als ob ich irgendwas zerdrückt hätte? Naja.
Alter, es ist aber schon sehr, sehr dunkel, ne? Muss ich einfach mal sagen. Alter Schwede. Ganz schön gruselig. Ich find's grafisch auch echt schön. Für so ein Indie-Game. So, Baumodus, sagst du? Snappen. Achso, runter, ne? Niedriger mit Q. Snappt er das da mal an, bitte? Das richtig rum? Nein, andersrum. So. Achso, muss gedrückt halten. Damit man sich nicht verbauen kann, das finde ich supi. Ist das jetzt schon 3x3? Ja, das ist, glaube ich, schon... Ja, das ist 3x3, okay. Dann sollen wir eine Treppe bauen. Das machen wir doch direkt auch mal. Ja, nehmen wir mal die hier. Und zwar hätte ich gerne die auch niedriger. So, warte. Ja. Mache ich dahin. Jetzt muss es einen Hammer haben. Unsere Hütte. Fertig. Wow. Ich stelle den Hammer mal her. Eva Herr der Hammer. Den nehmen wir mal auf die 5. Und Ziel ändern. Okay. Zerstöre die Treppe mit Hilfe vom Hammer. Belohnung. Aber warum soll ich die wieder zerstören? Er abreißen. Also damit wir es einmal... Damit wir es einmal sehen, dass es... Hä, wie cool. Damit wir wahrscheinlich einmal sehen, wie es funktioniert. Okay, ich will aber trotzdem einmal die Treppe wieder bauen. Denn wir müssen ja... nein. So, genau. Wir müssen ja da hochkommen und ich würde auch gerne ein bisschen weiter bauen wollen. Kann ich mal eben hier zurückgehen? Den Hammer mal eben weglegen. Überlebensnotiz. Verwende Molotow-Cocktail, um Fundamente zu entzünden und zu reparieren. Mit Molotow-Cocktails entzünden und reparieren? Das ist, glaube ich, falsch, oder? Also ich glaube zumindest. So, warte. Ich erstelle mir jetzt erstmal Wände. So. Können wir nicht bauen, weil wir Bretter brauchen. Ach du Heiliger, es geht gar nicht. Wir können gar keine Hütte bauen. Dazu brauchen wir Bretter. Die stellen wir bestimmt in der Werkbank her oder irgendwie sowas. Also müssen wir... Oh. Ich habe die Treppe komisch gebaut. Es tut mir leid. Was? Gott. Okay. Komische Geräusch. Wieso... Glitzert das oben rechts? Mit dem toten Kopf? Ist das gleich schon so weit? Ich würde trotzdem gerne einmal hier ab... Nicht upgraden, aber abreißen. Wir müssen die Treppe nochmal neu bauen. Es tut mir leid. Baumenü. Treppe. Ich habe das so schlecht gesehen, deswegen... Warte, mit Q. So, jetzt müsste aber gerade... Ja, jetzt ist es richtig, glaube ich. So, warte. Ja, das ist richtig, so. Ja, das, ist ja toll, dass wir keine Wände bauen. So, wir müssen Molotow-Cocktail herstellen. Wie stellen wir den denn her? Verwenden. Warte mal. Den Hammer lasse ich mal im Inventar. Wie können wir denn Molotow-Cocktail... Verwende Molotow-Cocktail, um Fundamente zu entzünden. Wie werfe ich den? LOL. Ich zerstöre meine eigene Bude. Woo! Geil. Hä, aber wie detailliert das ist, dass das jetzt anfängt so zu glühen. Wie cool. Also ich muss sagen, es hat schon seine geilen Momente. Bisher. Wie geil das ist. Ich meine, nicht geil finde ich da oben den Totenkopf, weil wir noch gar nicht ready sind für eine Welle. Ja. Geht das jetzt auch kaputt oder wie ist das? Dauert ganz schön. Ich dachte, das Feuer springt jetzt sogar über. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich glaube nicht, dass wir Zombies haben mit Molotows, oder? Also. Puh, das dauert aber ganz schön lange. Ja. Tipp. Ausrüsten. Hammer ausrüsten. Achso, und zu reparieren. Achso. Okay. Wir müssen das reparieren anschließend wieder. Mit T. Dazu brauchen wir Ranken. Aua. Ah, ah, u, ah. Hä? Was? Wer, wie, wo, was?
Alter, willst du mich verarschen? Das geht jetzt alles kaputt, oder was? Oh Gott. Oha. Oh, es brennt die Treppe. Ernsthaft? Oha, wie sich das ausbreitet. Ist das jetzt... Die Treppe glimmt immer noch. Ah, jetzt geht's weg. Okay. Alter Schwede. Okay. Huh. Also breitet sich das doch aus. Ach, krass. Okay. Ausrüstungsfertigungstisch. Aha. Den stellen wir wie her? Hier. Ah, da ist die Werkbank. Woo. Okay. Ja. Ich guck mal, dass ich mir die erstmal jetzt irgendwo hinbaue. Wir müssen zusehen, dass wir hier vorankommen, ne? Bau die mal. So, den Hammer würde ich gerne einmal weglegen wollen, damit ich da keinen Blödsinn mitmache. Oh ja, einen Bogen herstellen. Oha, ein Rohr. Können wir herstellen? Ja, nehme ich. Ein Rohr nehme ich auf jeden Fall. Das ist definitiv besser. Erstmal wie ein Messer. Nehme ich aber trotzdem vorsichtshalber. Ja gut, Messer. Pass auf, ich rüste das mal eben um. Und zwar mache ich das so, ja. Dann müssen wir einen Bogen herstellen. Reparatursatz für Ausrüstung. Ach krass, was gibt's denn noch hier? Molotow, Zweihänder, Beil, Klinge, Polizeischild, Wurfbeil, Speer. Oh, ein Speer, geil. Ah, bin ich Waffenforscher? Okay. Oh, Anzüge. Juhu. Katapultstein. Ballistenbolzen? Ach du Heiliger. Spitzhacke. Erweiterte Spitzhacke bestimmt hier alles. Lebensmitteltasche. Okay, Bogen herstellen. Haben wir. Rüste ich aus mit der... Mache ich das doch nach vorne alles, die Waffen? Ich glaube, ich mache das nach vorne und die Dings nach hinten. So. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich vorne die Waffen. Wir brauchen aber auch Pfeile, ne? Ah, Pfeile herstellen machen wir über Dings. Okay, ah, hier. Ast und Stein brauchen wir dafür. Machen wir mal 5 Stück. Dann haben wir 25. Ich mache mal ein bisschen mehr. Nochmal 5. Okay, 30 maximal Stack. Dann haben wir 50 Pfeile. Das dürfte doch reichen, oder? Dann sind wir wenigstens, gewappnet. Ich würde das gerne einmal testen wollen. Vorsichtshalber. Was brauchen wir denn noch? Überlebensnotiz. Materialverarbeitungstisch. Was müssen wir jetzt bauen? Ach, Materialverarbeitungstisch müssen wir bauen. Wo ist denn der? Ach, hier. Ach, du Heiliger. Oh Gott. Gott, ist der riesig. Okay. Was macht der? Herstellen. Ah, hier kriegen wir Bretter her. Brauchen wir Äste oder Stämme? Oh, 10 Stück. Haben wir 10 Bretter. Können wir jetzt Wände bauen? Ah, so, okay. Die beiden sind die Grundvoraussetzungen, die wir machen. Und wir müssen eigentlich, müssen wir herstellen... Was müssen wir denn da herstellen eigentlich? Werkbank. Haben wir doch hergestellt. Oder ist es die falsche gewesen? Warte. Haben wir doch hergestellt. Oder haben wir was Falsches hergestellt? Nee. Werkbank. Okay. Wir haben keine Äste mehr. Probieren wir beim nächsten Mal. Das wird lustig. Ja. Ich glaube, für die erste Folge soll es erstmal reichen. Ja, das, oder was heißt erste Folge, aber die ersten zwei, glaube ich, vielleicht. Ja, ich freue mich auf das, was da kommt, wenn der Totenkopf voll ist. Wir werden uns hier irgendwie verteidigen müssen. Und ich glaube noch nicht, dass das unsere Endstation ist hier mit Bewohnung und so. Ja, ich freue mich auf euch, wenn es dann weitergeht und wenn wir auch viel weiter noch erkunden. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Night of Dead. Und ja, ich bin raus. Bis dann. Tschüss.